So, meine lieben Freunde, ja, da sind wir wieder auf dem Schrottplaneten Deponia. Und wir wollten jetzt ja eigentlich diesen... Also, was müssen wir jetzt nochmal? Wir müssen den Koffer noch in die Kapsel schieben. Wir müssen noch, ja, unsere Rakete hier mit dem Saugknopf noch betätigen. Ja, mal gucken, was wir alles machen müssen. Und ich sehe gleich einen Schraubenschlüssel. Steckt mir natürlich gleich alles ein. So, öffnen wir erstmal die Kapsel. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Ja, das ist immer sehr, sehr lang. So, Kapsel öffnen. Okay, Staufach. Das ist eine Batterie. Irgendwie muss ich Platz für meinen Koffer schaffen. So, und nun? Ja. So, und wohin jetzt damit? Ja, wohin wohl? Ab zum Staufach. Geht doch. So, wohin? Was machst du jetzt mit der Batterie? So, und wohin jetzt damit? Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Ja, es ist halt immer so. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Moment mal kurz. Wir haben doch einen Schraubenschlüssel. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. So, ja. Toll, ohne. Da haben wir der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Können wir die Batterie irgendwie... Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ja, am besten auf den Kontakten, würde ich sagen. Warte. Ach komm, kalibrieren wir erstmal. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Okay, also erstmal wieder zu Tonis Haus. Trapp, tapp, 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 tapp. So. Dann... Ein Stockwerk nach unten. Hier ging es dann nochmal hinter Tonis Haus. Tür auf und rein damit. So. Gut, was haben wir hier? Eine Klingel? Passiert aber nicht viel. Was haben wir denn hier? Chilischote? Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Autsch, heiß! Okay, Wen haben wir denn da? Hanek! Er versperrt mir den Weg ins Dorfzentrum. Halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Schön. Reden wir mal mit Hanek. Hi. Na, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ha, was haben wir denn hier zur Auswahl? Ist der Tunnel mal wieder gesperrt? Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, wisst ihr das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Okay, hast du Toni irgendwo gesehen? Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ja, da hat man irgendwie recht. Ich will endlich hier wegkommen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan ist nicht... Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Ja, das wird schiefgehen. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem.
bis ich den Schalter gefunden habe. Ja. Okay, ich krieg das schon hin. Sicher. Ich hab auch schon so eine... Ja. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Ich hab auch so eine kleine, lustige Idee. Und zwar hier haben wir doch... Ein sattelförmiger Kasten. Der Klassiker. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Genau. Das heißt, ich nehme jetzt hier den... Flop. Und schon ist er mir. Man könnte mit dem Sitz stattdessen... Oh, schade. Ich dachte, man könnte den Sitz einbauen. Ich denke, hier gibt es erstmal nichts mehr weiteres zu tun. Die Chili-Schote können wir ja leider nicht mehr einstecken. So, das heißt, wir können jetzt endlich unser Batteriefach da oben hinstellen. So. In der Tonis Hütte. Tür auf. So. Dann wollen wir mal. Ab nach unten mit dir. So. Das heißt dann, Briefkasten mit Schiene verbinden. Ha, passt. Genau. Batteriefach öffnen. Batterie nehmen und reinstecken. Ha, passt. So. Der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Genau. Das machen wir jetzt. Dum, 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 dum. Okay. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Naja, hoffentlich. So, hierhin müssen wir. Wer hat sozusagen hier nach oben und hier nach oben ist bekloppt, ja. Okay. So. Halter, stimmt's? Hey, wie ich so, so Spielchen liebe. So. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Nee, das geht auch nicht. Auch nicht. Na, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und jetzt nach oben. Ha! Haha! Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und... Bam! So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Jo, du sagst es. Das ist also Toni? Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Okay. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Jetzt bin ich gespannt. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Das wollen wir mal sehen. Schön wär's. Ah, jetzt können wir noch mal eher nochmal andere reindrücken. Ich bereue es. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Ach, verdammt. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Verdammt. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Genau. Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. So, ab in die Kapsel. So. Gut. Ich will doch nur hier rein. Ach nee, wir müssen ja... Stimmt, ja, anzünden.
Da ist die Lunte. Da war ja was. Anzünden! Jetzt wird's spannend! Und Horrido! Also, das ist also der Organon-Kreuzer. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen-Babbelschüssen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Der hat doch nicht etwa. Oh, Mann. Ja, das wird jetzt lustig. Aua. Nein, nein, oder? Nein, 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 nein. Oh. Das tat weh, würde ich sagen. Hey, dafür sieht er aber eigentlich noch ganz gut aus. Jede Menge Dreck. Nochmal drauf drücken. Mal gucken, was passiert. Jetzt sieht er lustig aus. Durch den Aha! Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Naja. Der Koffer hat sich im Müllschacht verkeilt. Wie geplant. Was war hier alles geplant? Das ist die andere Sache. Was haben wir denn hier? Socken? Proviant? Zahnbürste, kommt, ich will die Zahnbürste haben! Nee, nett. Na, okay. Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Okay. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Na dann. Was haben wir hier? Ein gut geöltes Getriebe. Ja, schön für dich. Hey, eine Luke! Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Das war... Nee, oder? Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Aha, also dafür braucht man immer gerne einen Seitenschneider, wie es aussieht. Gut, Wir haben eine Klappe. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Und mit mehrere... Ich habe einmal Proviant. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang. Und einmal Socken. Geht das? Mit Essen spielt man nicht. Es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Getriebe? Okay. Mal gucken. Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Okay, dann... Okay. Hey, ganz schön aggressiv, das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Yep. Okay, nochmal. Vielleicht können wir die Klappe... Ihre Form erinnert mich an etwas. Keine Ahnung. Also am Roboterarm komme ich nicht ran. Zahnräder sind gerade auch defekt. Aber mal, geht das vielleicht mit dem Sockending? Nein, das geht nicht. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay, das hat nicht funktioniert. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Okay. Aber was hat er ihm gesagt? Ihre Form erinnert mich an etwas. Moment. Das? Hey. Ich habe sozusagen einen Fuß in der Tür. Du sagst es.
Jetzt kommen wir, glaube ich, an den Roboterarm ran. Ah, perfekt. Machen wir wieder zu. Jetzt haben wir einen Roboter. Auf einmal sind wir nicht mehr so stark, was? Moment. Kräftige Beißerchen. Luke? Hey! Hat funktioniert. Und wer ist das? Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Ein Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Okay. Also wir haben hier eine Quote. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Ja, würde ich auch sie nicht. Sie ist echt heiß. Sie passt. Hatten wir schon. Was haben wir hier? Organon? Nee, Argus? Der Amster? Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Einen Schritt. Moment. Ab in die Luke. Okay, wir haben jetzt hier die mehreren Schalter. Moment, wir haben hier den Schrott, der hier immer entlang fließt. Okay, gelb ist Goal. Das heißt, ich muss grün für Organon benutzen. Das heißt, wir nehmen den linken Hebel. Aha! Nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah. Ups! Ah. Hoppala. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los! Werft ihn über Bord! Hoppala! Ah, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Nee, das geht in die Hose. Pfiou. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Haha. Krams. Oder? Krams. Aua. Aua. Ich war so nah dran. Aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Ja. Kenne ich irgendwoher. So, was haben wir denn hier? Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Du sagst es. Gehen wir mal auf den Stier. Wir reiten mal eine Runde. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Toro! Hey! Okay. Haben wir hier eine Motorhaube. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Ja, Windschutzscheibe. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Ja, wunderbar. Hey, die Tür. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Ja, würde ich auch sagen. nee. Ich bin jetzt so fies. Wir machen jetzt mit, wir machen jetzt ab hier erstmal einen kleinen Cut. Und zum Dorfkern werden wir dann später kommen. Ja, darauf müsst ihr euch dann nächste Woche gedulden. So fies bin ich jetzt. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr guckt weiter fleißig weiter. Und ja, wir sehen uns dann. Ciao, ciao, ciao.